Am hier nämlich auf vier Seen an Schildkröte, auch bekannt unter dem Namen russische Schildkröte, gehören so die Steppenschildkröte. Und damit kann man schon ahnen, was sie ja zum Beispiel fressen. Das ist ja nämlich Grison Kräuter. Und wenn wir über Kräuter sprechen, dann kann man denken aan Brennnessel, Blauwnessel, Löwenzahn, Gänseblümchen und so weiter und so fort. Und das ist mal einfach zeggen. Das ist ja der Panzer, ja? Das ist ja richtig hart. Ja? Das hat er ja auch nötig, weil wenn ein Greifvogel merkt, is, dat is natuurlijk een ekkerblis voor een Greifvogel, ziet hij ja de kop van die bijna ein, en dan is dat zeer schwer zo knack. Zo schützt hij zich. Zo. Schildkröten kunnen ja niet hören, zo wie wir, die sind ja taub eigentlich. Und die nehmen ihre Umwelt ja wahr, durch Lichtreflexe. Und Vibrations, Kraftvibrationen. Das hier ist zum Beispiel der Trödel. Ja? Obwohl Trödel Trödel heißt, ist Trödel gar nicht trödelig, sondern Trödel ist trödelig schnell. Trödel ist so trödelig schnell, dass Trödel dus ohne Probleme mit einem Düsenjet aufnehmen kann. Und das möchte der Trödel gerne mal beweisen in der Form von einem Wette. Und deshalb suche ich jemanden, der sehr, sehr sportlich ist. So, der ist sportlich. Ach! Dann komm mal hierhin. Oh, wie heißt du denn? Adrian? Siehst du, der Trödel ist schon ein paar am Ofen. Ja? Ich zähle gleich 3, 2, 1. Ja, und dann legst du ja wieder verrückte los. Und dann siehst du, dann ist der Trödel schon weg. Ja? Alles klar? Okay. 3, 2, 1 und los! Ja, auf der letzten Sekunde toch nog een goal. Ja, doe natuurlijk. Zo, dankeschön. En een applaus. Nee, ik zeg wel best wel makkelijk. Nee, dat hoort niet. Nee, de treurel, daar heb je ook een vriendin. Die rent daarom. Dat is treutelientje. Een treutelientje is tatsächlich treutelig. En dat past ja wunderbar samen. Zo. Jetzt mal schauen.